Moin meine Tube und herzlich willkommen zum Opening eines Pakets, das ich von Square Enix bekommen habe. Ich habe es bereits letzte Woche angesagt, dass ich das Ding bekommen habe und habe bei euch nachgefragt, ob ihr ein Video darum haben wollt. Und mit großer Mehrheit habt ihr euch dafür entschieden, dass wir darum ein Opening machen und nachher auch noch ein Duell. Heute machen wir das Opening-Video, das wird in drei Teile geteilt sein. Das wird erstmal einmal für alle Leute, die halt mich zwar kennen als YouTuber oder als halt Mensch, so ein bisschen den Hintergrund euch mal zu geben, was habe ich eigentlich mit dem Final Fantasy Spiel zu tun gehabt bisher und wie bin ich da überhaupt dazu gekommen bisher. Der zweite Teil wird dann die Story dazu sein, wie ich das Paket hier bekommen habe. Und der dritte Teil wird dann entsprechend das Unboxing davon sein. Für alle Leute, die halt entsprechend irgendwelche Parts vielleicht nur sehen wollen, wird das unten in der Beschreibung nochmal angepinnt sein, also in der Beschreibung und in den Kommentaren, da könnt ihr euch auswählen, was ihr euch angucken wollt. Für alle, die komplette Erfahrung haben wollen, hören einfach jetzt zu, und denen werde ich jetzt so einiges drumherum erzählen. Also, bevor wir darauf kommen, vielleicht ein bisschen der Hintergrund. Was habe ich eigentlich mit Final Fantasy zu tun, weil ich habe gar nicht so viel Richtung Final Fantasy hier auf diesem Kanal gemacht. Eine Menge eigentlich. Das war ein großer Teil meiner Jugend, kann man so sagen. Und dafür möchte ich einmal ein bisschen zurückdrehen die Zeit, nämlich in das Jahr 1999, vor 20 Jahren, wo ich noch kleine, süße 9 Jahre alt war. Und wo ich dann beim Cousin meines Halbbruders, oder auch Cousin auf Deutsch genannt, mir ist es scheißegal, wenn man es ausspricht, bei dem war ich dann und habe dann dort gesessen bei dem im Wohnzimmer und er hat halt ein Spiel gespielt, wo ich dann auch ein bisschen ran gamen konnte. Und das war damals Final Fantasy 8, das war beim Ballamgarten, war das draußen halt auf der Map, wo man halt rumlaufen konnte, wo man halt in den Wald gelaufen ist, wo man halt gegen diesen Dinosaurier kämpfen musste. Und für mich war damals so der Dinosaurier, wow, der ist ja mega stark, den kann man ja gar nicht besiegen. Ziemlich cooles Spiel, sieht eigentlich ziemlich lustig aus, sieht eigentlich ziemlich nice aus. Aber habe mich damit halt nicht mehr weiter befasst und so ging es dann, bin ich dann einfach wieder nach Hause gegangen irgendwann und hab das eigentlich mehr oder weniger dann so vergessen, mehr oder weniger. Hat mich jetzt nicht so jetzt interessiert, jetzt das Spiel irgendwie kaufen zu wollen, weil ich hatte das Problem, dass ich immer meine Konsolen selbst kaufen musste und ich hatte halt nur eine Super Nintendo zu der damaligen Zeit und die habe ich halt auch sehr gerne, sehr viel gespielt. Hatte aber keine PlayStation und die konnte ich mir auch nicht leisten, weil ich hatte nicht so viel Geld als kleines Kind. Ist halt so, da hat man keinen Job oder so. Und deswegen ist auch so ein bisschen Vergessenheit geraten. Und dann aber so 2 Jahre später, dann habe ich tatsächlich die Möglichkeit bekommen, eine PlayStation mir zu erwerben. Und die habe ich dann bekommen und das war auch so eine richtig coole mit einem Chip drin, so kann man schön legale Spiele spielen. Und dann parallel dazu war ich halt immer oft bei dem Cousin meines Halbbruders. Der war mittlerweile zu uns in die Nähe, also in die Nähe meines Halbbruders gezogen und da habe ich mich halt auch sehr viel bei ihm dann getroffen und er hat halt weitere Final Fantasies gespielt. Also Final Fantasy 9, glaube ich, zu der damaligen Zeit gespielt. Und das habe ich dann halt auch so ein bisschen mitbekommen und dachte mir so, sieht eigentlich ziemlich cool aus. Würde ich gerne auch mal irgendwie haben wollen. Und jetzt, nachdem ich auch selbst die PlayStation hatte, habe ich mir gedacht, yo, cool, muss ich mir doch mal ein Spiel sichern, so. Wie sichert man sich denn jetzt als 11-Jähriger ein Spiel am besten, hä? Dann geht man natürlich erstmal damals schön zu Karstadt und guckt mal, was es da gibt. Die Spiele waren da jetzt nicht gerade da, weil die waren schon mehr oder weniger out of print zu der damaligen Zeit. Die waren eher da so nicht so erhältlich. Da dachte ich mir so, okay, gut, frage ich doch mal Fatih, gehen wir doch mal auf den Flohmarkt, vielleicht finde ich da ja was. Ich will unbedingt mal ein Final Fantasy spielen. Dann sind wir auf den Flohmarkt gegangen, dort in Norde steht, und ich habe die ganze Zeit in dem ganzen Flohmarkt nach alles noch Spielen abgesucht und habe dann einen Händler gefunden, der ein Final Fantasy hatte. Und ich war super enttäuscht, dass es nicht Final Fantasy 8 war. Das war nämlich Final Fantasy 7. Habe dann voller Enttäuschung das Ding dann trotzdem gekauft, das Final Fantasy 7. Und das ist halt quasi das erste, was ich gekauft habe. Aber Final Fantasy 8 ist das erste, was ich wirklich mal angespielt hatte. Habe das dann mitgenommen, habe dann zu Hause das Ding eingelegt. 3 CDs, ich so, oh, das sind ja ganz schön viele CDs, so solche Spiele hatte ich bisher noch nicht gehabt, weil die hatten meistens immer nur eine. Und gucken wir doch mal, wie das Spiel ist. Fangen wir so ein bisschen an, ich so, cool. Warum sind diese ganzen Charaktere doch so blocky, though? Ich so, hä? Die waren doch in so einem Final Fantasy 8 doch schon ein bisschen besser modelliert, ein bisschen größer, ein bisschen komisch, egal. Hab das so ein bisschen gespielt, hat's aber dann relativ schnell eigentlich wieder zur Beiseite gelegt, weil das Spiel zwar interessant war, aber es konnte mich nicht so hooken. Vielleicht war das ein bisschen von der Thematik noch ein bisschen zu weit weg von mir. Oder vielleicht hatte ich einfach nicht so das große Interesse daran. Aber woran ich ein Interesse hatte, war immer noch Final Fantasy 8. Und ich so, ich will das Spiel haben. So.
Und ich habe dann halt parallel halt noch andere Spiele gespielt. Ich habe halt noch bevor ich überhaupt die PlayStation irgendwie bei mir hatte, hatte ich halt zusammen mit meinem besten Freund Silencer, den habt ihr sogar anfangs auf diesem Kanal noch auf den Duellserien gesehen, habe ich mich immer bei ihm getroffen, weil wir haben halt in einem Dorf gewohnt und da gab es halt nicht so viele Möglichkeiten, irgendwas zu tun. Und da haben wir halt Mystic Quest gespielt. Das ist so, ja, könnte man nennen, ein Final Fantasy für Einsteiger. Kommen wir gleich nochmal darauf zurück. Und das haben wir halt gespielt und das fand ich eigentlich ziemlich cool. Das war von der Spielmechanik halt ganz cool. Und deswegen konnte ich mich halt so ein bisschen auch mit dem Final Fantasy dann so verbinden und dann wollte ich das halt auch irgendwann mal haben. So, ich habe dann immer noch dieses Mystic Quest gespielt und dachte mir so irgendwie, wie kriege ich jetzt denn Final Fantasy 8 ran? So, dann musste ich halt meine Mutti die ganze Zeit nerven, dass wir endlich mal auf eBay gehen und das so ein Ding mal ersteigern. Ich glaube, wir haben das nachher, glaube ich, für 40 € oder so ersteigert. Das war schon relativ teuer, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, fand ich. Also für mich war das halt viel Geld. Und dann haben wir Final Fantasy VIII ersteigert und ab da ging es dann los. Dann habe ich das Spiel gespielt, das hat mir super viel Spaß gemacht. Das habe ich nicht zur Seite gelegt, habe dann Final Fantasy VII auch irgendwann wieder aufgepickt und dann halt alle möglichen anderen Spiele gespielt. Das ging halt so die ganze Zeit über die ganzen Mitte 2000er, so bis 2005, 2006. Habe dann halt auch noch das Spiel hier Kingdom Hearts nochmal mit aufgegriffen, weil ich fand das cool, diesen Mix aus Disney und Final Fantasy. Und dann habe ich halt auch die gespielt. Und parallel dazu war auch ganz lustig, meine Mutter hat auch Final Fantasy 8 gespielt, das fand sie auch ganz nice. Deswegen musste ich mir andauernd die PlayStation mit meiner Mutter teilen. So konnte ich nicht immer die volle maximale Gaming-Zeit für mich beanspruchen. Und so ging das halt immer weiter, bis ich dann halt irgendwann mal mit der Realschule fertig war. Dann ging das halt auf die berufliche Schule. Und dann ging das so ein bisschen verloren. Das liegt daran, einmal, weil halt Gymnasium, da muss man halt ein bisschen mehr lernen. Und die Prioritäten shiften sich dann auch, weil dann ist man schon 16, 17, da hat man so Interesse an anderen Dingen als die ganze Zeit nur Gaming. Während der Zeit habe ich damals halt auch noch andere Spiele gespielt. Halt auch auf Super Nintendo fand ich ein paar coole Spiele. Zum Beispiel Terranigma. Das fand ich damals ein richtig geiles Spiel. Und ich fand das halt so lustig, weil das Intro immer dieses Enix, dachte ich immer so, ist ja eh nix. Da haben wir uns immer solche Gags gemacht. Und jetzt seit 2006, war das 2005 oder 2006, als dann Squaresoft mit Enix irgendwie zusammengegangen ist, dachte ich mir so, oh, ach so, das waren die. Ah, okay, cool. Okay, gut, die haben tatsächlich sogar eine Verbindung gehabt. Dachte mir so, das ist lustig. Und auch zu der Zeit war das so dann halt, ich war auch viel in Foren unterwegs, damals gab es halt noch nicht so Social Media. Und da hat man sich halt über die ganzen Final Fantasies unterhalten. Final Craft, das war mein Forum. Das gibt es schon gar nicht mehr so richtig. Das ist dann nur noch so eine archivierte Seite. Da habe ich mich halt viel unterhalten und damals auch meine entsprechende RPG Maker Sachen halt aufgebaut. Und das ist auch da, wo ich dann irgendwann rausgefunden habe, dachte ich mir so, ha! Das ist Mystic Quest, was ich damals gespielt habe. Mystic Quest Legend, glaube ich, heißt das auf Super Nintendo. Ha! Das war ja auch von Squaresoft. Und das war gedacht als Final Fantasy für Anfänger, für die USA. Ha! Coincidence. Das war witzig, als ich das da rausgefunden habe. So, ha! Ohne das zu wissen, hat sich das irgendwie so rausgespiegelt. Und dann habe ich halt eine Menge Stuff halt, was rund um RPGs war, halt gespielt Mitte der 2000er. Dann ging das halt so ein bisschen verloren. Ich habe dann halt nicht mehr so viel gespielt. Ich habe das mehr oder weniger dann in meinem Studium mehr oder weniger wieder ein bisschen entdeckt, weil ich wollte endlich mal eine PlayStation 3 haben. Ja, 2003, nee, 2012 glaube ich. 2012, so 6 Jahre nach dem Release der PlayStation 3, habe ich mir dann eine PlayStation 3 geholt und habe mir dazu endlich Final Fantasy 12 und Final Fantasy 13 zur PlayStation 2 nicht mehr Final Fantasy 12 geholt, weil da bin ich nie dazu gekommen, das Ding zu holen. Und Final Fantasy 13, weil das passend zu der PlayStation 3 war. Und habe dann während der Zeit halt Final Fantasy 1 nochmal durchgespielt, weil ich das nie wirklich reingekommen bin. Habe dann Final Fantasy 12 gespielt. Das habe ich halt auch gespielt während meiner Arbeitslosigkeit 2014. Das war halt auch das letzte Konsolenspiel, was ich gespielt habe. Und danach war erstmal Ruhe bis Anfang diesen Jahres. Da habe ich dann zum Geburtstag Final Fantasy 6, welches ich übrigens bisher immer noch nicht gespielt habe, und Final Fantasy 13, was ich mir für die PS3 geholt habe, habe ich auch noch nicht gespielt. Von denen, die jetzt hier überhaupt gar nicht im Hintergrund stehen, erst gar nicht zu sprechen, die habe ich nicht, weil ich halt nicht die Zeit dazu hatte. Und ich habe halt dann Final Fantasy 6 und Final Fantasy 3 geschenkt bekommen. Und dadurch, dass halt Final Fantasy 3 auf der DS spielbar ist, war das halt eine coole, willkommene Abwechslung, weil ich konnte das halt immer auf der Bahnfahrt zur Arbeit spielen und damit konnte ich mehr oder weniger wieder mit Final Fantasy ein bisschen wieder zocken und habe halt Final Fantasy 3 Anfang dieses Jahres gespielt. Das war das erste Final Fantasy seit 5 Jahren, das erste Mal überhaupt ein Game, was ich mal wieder gespielt hatte. Weil, was kam mir denn dazwischen 2013? Ja, ich habe diesen YouTube-Kanal angefangen, auch natürlich mein Berufsleben hat sich gestartet und deswegen kam ich nie wirklich mehr wieder wirklich ins Gaming. Und für mich war halt Final Fantasy immer eine sehr wichtige Sache, weil das hat mich dazu gebracht, immer kreativ zu sein, zu Hause dann über die Bänke zu laufen, mit Schwertern durch die Gegend zu kämpfen und dann sich irgendwelche Stories auszudenken und
einfach irgendwie kreativ sein und wirklich Spaß zu haben. Und das, was mich am meisten berührt hat, war meistens eigentlich die Musik dazu. Nobu Uematsu, seine Musik ist einfach fucking amazing. Ich höre der Musik immer noch heutzutage sehr viel dazu. Damals war das halt so, da hat man halt, ist man so einen Kampf gegangen, Final Fantasy 9 Kampfmusik, hast du Pause gemacht und hast einfach die Musik die ganze Zeit laufen lassen und hast dir dann irgendwelche Geschichten rumherum ausgedacht, während du da zu Hause rumgeturnt bist. Das war so ein bisschen die Kindheit und das war halt eine wirklich prägende Sache, die mehr oder weniger meine Kreativität heutzutage halt auch immer noch prägt und halt auch immer noch wichtig ist. Und daher kam es für mich so überraschend dann, weil eigentlich die so ausführlich habe ich das hier, glaube ich, noch nie auf dem Kanal besprochen. Vielleicht mal in einem meiner Abo-Post-Openings mal angeschnitten, aber nie wirklich so ausgeholt. Habe ich dann auf einmal die Berührung zum Final Fantasy TCG bekommen jetzt. Aus sehr merkwürdige Art und Weise. Also, ich weiß nicht, ob das so legal ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, die haben wirklich das richtige Target mehr oder weniger getroffen. Also, ich habe ja mit dem Final Fantasy TCG nichts zu tun. Ich habe letztes Jahr, als wir auf der Comic-Con waren, war ich dort an dem Stand von Square Enix und wollte mir eigentlich eine Matte irgendwie sichern oder so, aber irgendwie gab es da nichts Cooles, was ich mitnehmen konnte, weil ich wollte einfach mal irgendwas Final Fantasy-related mal auch für mich mal haben. Bin aber dann halt dort nirgendwo echt hängen geblieben und bin dann halt weitergegangen. Danach halt habe ich damit auch nichts dazu zu tun gehabt. Beim Lounge habe ich nichts mitbekommen. Das Einzige, was ich mitbekommen war, als wir auf diesem CCG-Event in Berlin waren, da lief halt das Spiel, habe ich mich ein bisschen mal informiert, wie das funktioniert. Habe es aber auch nicht wirklich verstanden, weil ich war da halt auch schon tot, weil ich habe so viel kommentiert dort. Wie komme ich zu diesem Paket? Ich habe einen Großhändler, wir haben einen Yugi-Stuff. Ne? Da habe ich halt damals angegeben, dass ich YouTuber bin und ich habe halt einen Gewerbeschein, ich möchte halt auch Produkte einkaufen und verkaufen und halt auch hier öffnen und deswegen würde ich das gerne schon als Unternehmer das einkaufen wollen. So, und dann wussten die halt, okay, ich bin YouTuber. Und dann auf einmal bekam ich, wann war das hier, ich gucke mir das mal an, das war am 9.7.2019, bekam ich dann von meinem Partner beim Großhändler eine E-Mail mit der Überschrift Final Fantasy TCG. Und ich so, okay. Hey Victor, wir hatten letztens Besuch von Square Enix bezüglich des Final Fantasy TCG. Sie haben unter anderem nach Kontakten zu deutschen TCG-YouTubern gefragt. Ich war so frei und habe deine Daten weitergegeben. Du wirst von Square Enix ein schönes Paket bekommen und sie würden sich freuen, wenn du auf deinem Channel darüber berichtest. Und denk mir so, QM, Qualitätsmanagement, DIN 9001 und DSGVO? Darf er das eigentlich? Darf er meine Daten weitergeben? Eigentlich nicht, ne? habe ich jetzt kein Problem damit, ist okay gewesen, aber eigentlich ist das, das darf man eigentlich nicht machen, aufgrund von DIN 9001, wenn man danach arbeitet und halt, wenn man der DSGVO auch gerecht sein möchte, weil das, einfach Daten weitergeben von Leuten, private Sachen, das ist kein gutes Ding, aber ich habe mir dann gesagt, okay, lass ich mich mal überraschen und dann haben wir halt dieses Paket bekommen, aber nicht direkt. Nicht direkt bekommen. Das Ding war auch nochmal lustig. Dann war halt erstmal Funkstille für zweieinhalb Wochen. Und auf einmal habe ich dann ein Schreiben, ich glaube, das habe ich hier, glaube ich, gar nicht mehr, von einem Kurier bekommen. Ich dachte, wieso ein Kurier? Ich habe noch nie irgendwas von einem Kurier bekommen. Also wenn wir von unserer Firma, wo ich arbeite, was versenden mit Kurier, klar, okay, das ist von Firma zu Firma, wenn man schnell was rüberbringen möchte. Aber eine Privatperson per Kurier, so, what the hell is this? So, ich rufe erstmal an, so, wie ist denn das jetzt, wie stellt ihr das eigentlich zu? Ich habe keine Ahnung, wie die Kuriere funktionieren. So, ja, wann sind sie denn wieder da? Ich so, ja, nicht so gut, aber ihr seid in Hamburg, hey, ich arbeite in Hamburg, vielleicht könnt ihr es mir auf meine Arbeitsadresse senden. Das wäre doch eigentlich, glaub, ganz cool, dann kann ich es direkt dann von dort halt mitnehmen. Die so, okay, das müssen wir aber mit unserem Auftraggeber erklären, mit London. Ich habe nicht wirklich mitgekriegt, was meinen die mit London? Okay, ja, klar, hier meine Nummer, ruft mich zurück an, wenn ihr das geklärt habt. So, nächster Tag, meldet sich keiner. Okay, Tag da drauf, von mal ruft mich eine Nummer aus London an. Ich so, nimm ab. Okay, das ist eine Frau, die auf Englisch spricht. Ich so, okay, gut. Ist wahrscheinlich das, worüber wir gesprochen hatten eben, ne? Ja, das ist es. Die wollte halt fragen, wo soll das hin und so. Ich habe diese Frau bei Gottes Willen nicht verstanden, weil soweit ich das von dem Akzent raushören konnte, war das eine französische Britin. Und die hatte den mordsfranzösischen Akzent, plus dass diese Telefonqualität so absolut grottig war. Ich musste so oft nachfragen, was sie eigentlich von mir will. Im Endeffekt wollte ich nur sagen, wo ich arbeite, damit dieses Paket da ankommt.
haben wir dann irgendwann geklärt, nachdem sie meine Firma gegoogelt hat und dann ich ihr das alles einzeln buchstabieren musste, wo das hingeht, hat sie gesagt, okay, gut, das liefern wir den nächsten Tag. Dieser Tag? Nichts. Die arbeiten halt auch nur, die liefern zwischen 8 und 12 aus. So, ich so, okay, gut, Tag da drauf. 14 Uhr. 8 bis 12 Auslieferung. 14 Uhr kommt er da an mit diesem dicken Paket. Ich so, holy shit. Ja, da muss ich das Ding wohl auf meinem Faltrad mitnehmen, weil ich dachte, das wäre ein bisschen klein. Ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt halt so ein großes Ding ist. Halt ab aufs Faltrad drauf und dann ab zu meinem Auto hinfahren, ein paar Kilometer. Und dann los, das sah so lustig aus, weil dieses Paket fast größer als mein Faltrad war. Und das war halt so eine richtig lustige Aktion, mit der ich dann halt so ein bisschen durch Hamburg gedödelt bin mit so einem großen Paket. Dann angekommen, dann hierher. Dann habe ich euch gefragt, ob ihr Interesse dran habt, ob ich sowas mal aufmachen soll. Weil es ist ja quasi mehr oder weniger Werbung für Square Enix, die ich halt mit den Produkten bezahlt bekomme. Ich kriege sonst nichts dafür, also war das halt eine freiwillige Entscheidung. Ihr habt gesagt, ey, ihr habt Bock drauf, dann machen wir das gerne. Für mich ist Final Fantasy halt, was das Spiel an sich angeht, für mich sehr, sehr wichtig, sehr, sehr cool. Und ich fand auch damals schon die Kartenspiele in Final Fantasy 8, Triple Triad, und in Final Fantasy 9, Name fällt mir gerade nicht ein, die fand ich auch immer ganz lustig. Ich fand es aber immer so ein bisschen bei Final Fantasy so, und auch beim Dragon Ball Super Game, was wir jetzt letztens hier mal mit einem Abo Post Reloaded hatten, finde ich es mal ein bisschen schwierig, weil man mit den Games und so, man ist halt in so einem Container gefangen, im Gegensatz zu Yu-Gi-Oh!, was immer wieder neue, ganz neue, brandneue Sachen entwickeln kann. Finde ich ein bisschen schwierig, aber ich habe ja keine Ahnung von dem Game. Das kann auch natürlich ein Vorurteil jetzt von meiner Seite aus sein. Vielleicht kann man damit trotzdem ganz vieles machen. Ich denke mal einfach, vielleicht sind die Karten vom Artwork vielleicht nicht so varietätenreich, sagen wir es mal so, weil man halt auf ein bestimmtes Universum eingegrenzt ist und das nicht mehr weiter so expandieren kann im Kartengame selbst, sondern man sich auf die Spiele beziehen müsste. Das ist so ein bisschen so meine Sachen, die ich von vornherein habe. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Also das ist alles, was ich mitbekommen habe von denen. Hat sich ja im Nachhinein rausgestellt, dass ich wahrscheinlich mit jemandem aus Square Enix da telefoniert hatte. Das war wahrscheinlich dann der Auftraggeber. Das war mir auch so nicht klar zu dem Zeitpunkt. Das war alles ein bisschen verwirrend. Und ja, ich würde sagen, wir steigen jetzt in das Opening ein. Und wir werden dann, ich mich mit Daniel damit beschäftigen, so eine Woche erstmal, wie funktioniert das Game, und dann werden wir euch dann innerhalb der nächsten Woche ein entsprechendes Duell-Video auch noch hochladen. Das werden wir hier auch am Ende des Videos nochmal verlinken, sobald es dann halt ready ist. Für alle, die es jetzt gucken, wo es noch nicht da ist, haben wir erstmal dieses Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Opening. Let's go. Guti, ich habe den Daniel jetzt hier mit am Start fürs Opening. Wie viel hast du eigentlich mit Final Fantasy eigentlich am Hut? Ich habe ja schon erzählt, was bei mir so alles ist. Ja, nicht ganz so viel. Ich habe früher mal auf dem Game Boy Advance Final Fantasy Tactics Advance gespielt, was ja so Fire Emblem-mäßig ist. Mhm. Ja, ich besitze Final Fantasy 15 seit ein paar Jahren. Aber spielst du es nicht? Ich habe es noch nicht gespielt. Ich war kurz davor. Ich werde es auch noch spielen. Ja. Aber ja, irgendwie bin ich nicht dazu gekommen. Ja, und ich kenne ein paar Monster durch Zugucken bei anderen Leuten oder durch Monster Hunter World oder vielleicht mal vielleicht auch mal im Internet irgendwie drüber gelaufen über irgendwas. Der Behemoth ist scheiße. ja, also wir gucken mal, wie wir das mit dem Opening machen. Bei mir ist es halt so, hätte man mich vor 15 Jahren Fantasy-Sachen gefragt, hätte ich instant darauf perfekt antworten können, was, wer und wo und weshalb ist. Mein Wissen ist natürlich auch ein bisschen angerostet, dadurch, dass ich auch schon ein bisschen länger raus bin. Das frischeste wäre Final Fantasy 3 oder weniger. Wir schauen mal erstmal rein. Es gibt ja sogar tatsächlich die Möglichkeit, dass da vielleicht gar nichts drin ist. Dann hätten wir nichts zum Spielen. Wenn wir viele Displays haben, müssen wir überlegen, ob wir vielleicht ein paar Openings machen, dass man das teilt. Ich würde sagen, wir öffnen das erstmal, schauen jetzt mal an, was da drin ist. Und dann machen wir das spontan. Ich fange mal hier mit der linken Seite an. Das sieht ja auch aus wie so ein Pflastertape. Super weird. Und wir gucken mal, was wir daraus bekommen. Ich gebe dir gleich mal das Messer auf deine Seite rüber, dann kannst du mal auf deiner Seite hier das mal aufcutten, weil das ist ja schon eine Menge. Das ist jetzt auch nicht wirklich scharf. Es wackelt einfach nur die Kiste, sonst nichts. So, dann müssen wir noch einmal in der Mitte durch. Genau. Wir wollen ja nicht die Matten oder was auch immer da vielleicht drin ist kaputt machen. Ja, gib mal her. Vielleicht kann ich halt von hier ziehen. Vielleicht kann ich den Rest dann durchziehen. Ja, das ist schon okay. Ich hätte gesagt, dann gehen wir hier rein. Falsch rum. Nee, ist schon die richtige Klinge. Okay. Gott, ist das fett. So. Schauen wir mal an, was wir da drin haben. Ich sehe was Mattenmäßiges schon mal. Ja, wir haben was Mattenmäßiges.
Okay, wir haben eine Menge Zeug. Okay, ich würde sagen, wir nehmen erstmal die Matte, legen die schon mal drunter, weil dann können wir unsere Yugi-Matte da mal weglegen. Was haben wir da? Huh. Ist das ein Bahamut? Das könnte ein Bahamut sein. Könnte gut sein, ja. Das könnte ein Bahamut sein. Was haben wir denn hier? Wir haben hier... Jemand, das ist ein Display. Final Fantasy Lord and Chaos. Ja, 36 Packungen per Box. Okay. Hinten steht auch nichts mehr drauf. Final Fantasy 7. Ja, wie hieß er nochmal? wir haben was Reingeschriebenes hier. Wir haben sogar was zum Vorlesen. Auf Deutsch. Okay. Da kommen wir gleich noch drauf, darauf zurück. Holy shit, wir haben ein Boardgame hier drin. Okay. Wir haben Chocobo Party, the Board Game. Okay. Ist das japanisch? Kannst du mal umdrehen? Die Packung wird schon ein bisschen nee. Angebrochen. Nee, es ist tatsächlich international. Interesting. Okay, ich wusste nicht mal, dass es Board Games gibt. Rund um Chocobo, sehr cool. Stehen wir auch mal zur Seite mal kurz. Was haben wir dann hier noch? Wir haben hier, ich nehme an, das ist eine Art Starterdeck dafür. Sieht aus wie Starter-Set. Kannst du mal drehen und stehen. Ja, steht Starter-Set drauf. Deutsche Ausgabe. 6 Sets per Box. Ich nehme an, das ist wie so ein Starter-Display bei uns, wo 8 Starter-Decks drin sind, würde ich mal sagen, oder? Vorgefertigtes Deck, 50 Karten. Ich hätte gesagt, dass da 6 Starter-Decks für die. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir können schon mal ein Duell machen mit wirklich Starter-Decks. Das ist cool. Dann haben wir hier... Das ist irgendwas mit Final Fantasy VII Advent Children. Ja. Ist das. Kann man sich eine Box zusammenbauen? Size, hol's ab. Ja, das sieht aus wie so eine kleine Storage Box. Ja. Trading Card Storage Box. Cloud und Sephiroth. Jupp. Da kennt sogar Daniel. Ja. Was haben wir denn hier? Okay. Das ist. Wolltest du die Storage Box einmal hinpacken oder zur Seite nehmen? Wir haben hier. FFTCG Opus 9 Booster Pack GM Edition Normal CHR Sample 1 Set. Das sieht so merkwürdig aus. Das ist halt eine Chibi-Version von Final Fantasy 8 Charakter. Moment, haben wir hier noch mehr eigentlich drin oder? Nein, das ist der Rest gewesen. Ich glaube, ich nehme an, dass wir das hier aufmachen können, würde ich mal sagen. Weil das ist ja nicht wirklich. Das ist ja wirklich direkt ausgeliefert. Und können jetzt mal, glaube ich, ein paar Karten reinziehen. Schauen wir mal. Oh, huiuiui. So. Sehr cool. Wein, genau. Was haben die für ein Format? Die Karten? Ja. Warte mal, das können wir gleich vergleichen. Wir haben hier einmal unsere Standard-Yu-Gi-Oh! Sleeves, ob die passen. Können wir mal kurz checken. Ein Tick zu groß. Ein Tick zu klein. Dann haben wir noch... Dann habe ich hier so eine Magic-Hülle. Würde die passen? Oder ist die ein Tick? Nee, ich glaube, das passt. Versuch mal reinzuhüllen. Ich glaube auch. Die haben einfach... Die sind ganz normal Pokémon-Magic-Size, ja. Nehme ich mal an. Ja. Ja. Okay. Definitiv. Eine weibliche Version von Ifrit. Interesting. Gut. Dann habe ich noch... War ich noch nicht genug gespielt. Ace. Imperator Gista. Das sind noch ein paar Charaktere, die ich auch so nicht kenne. Ace. Okay. König von Eblan. Gott, das, das ist Final Fantasy 6, würde ich sagen. Die Artworks kommen mir bekannt vor, aber ich habe es halt auch nicht gespielt. Gaius, Cyan, Kijuk, das ist ein Monster, glaube ich. King, das sind interesting, das sagt mir nicht einiges nicht. Das sind, sieht aus wie Ninja eigentlich, oder beziehungsweise der, ich hab, das ist Final Fantasy 3 Berufstyp. Musketier, Nahe. Die Artworks sehen auch so komplett unterschiedlich aus. Das erinnert mich ein bisschen an Yu-Gi-Oh! Das haben wir sonst nicht so viele andere. Ich glaube, das ist gewollt, weil zum Beispiel das ist jetzt absichtlich Chibi, weil ja, Irvine in Final Fantasy 8 haben die doch schon ein sehr, sagen wir mal, sehr dieses Punk, dieses neue Punk-Dings-mäßig-Style. Das ist extra so. Bei den alten Final Fantasies so ab 5 und niedriger, das liegt ja daran, weil die Super Nintendo und Nintendo waren. Da gab es ja keine großen erweiterten Artworks. Da kann man das noch ein bisschen so als Stilelement dafür nehmen, dass man das hier vielleicht so interpretiert. Aber es ist ein bisschen wahrscheinlich auch gewollt. Bergan. Bomber ist ein sehr bekanntes Monstertyp, der gerne in die Luft fliegt. Ich frage mich, was das hier ist. Ist das jetzt einfach random Karten? Oder. Weil das ist ziemlich durch, das Final Fantasy 8 Quest ist. Das ist die, wo ich immer sage, bei Spielreihe. Generalplan. Masterplan, genau. Das ist Quest ist. Luftsoldat. Interesting. Also ich
ich würde sagen, Squall natürlich, Hauptcharakter FF8, Terra, das muss Final Fantasy 6 sein. Ich glaube, das ist einfach das komplette Set. Könnte sein, aber dann müssten ja hier auch irgendwelche Holos drin sein, oder? Kommen die dann hinten? Ja, sind da denn irgendwelche Nummern? Moment, wir haben da unten irgendwie 37C, 110, 02H, 03L, also es zählt schon, nee, ziemlich hoch. Okay. 040, vielleicht ist auch die eine, die lag doch auf dem Boden, die ist runtergefallen, vielleicht habe ich hier noch falsch reingelegt. Laguna, sehr cool. Final Fantasy 8 Star, Flock, sehr nice. Da würde ich gerne nachher wissen wollen, was das ist. Das war Fantasy 12, aber ganz anders vom Artwork. Das ist sowas für dich, FF12. Vera auch. Sehr cool. Bisschen Stuff kenne ich halt wirklich gar nicht. Und wir können uns ja mal angucken, erstmal, was steht denn so eigentlich drauf? Das sieht ja aus, sind das alles Monster oder sind das unterschiedliche Types? Weil es sieht ja aus, als ob das unterschiedliche Typen gibt. Irgendwelche Zahlen oben, Zahlen unten. Punkte, da sind keine Punkte. Die haben auch Farben. Nehme ich an, so wie Magic Länder vielleicht oder wie bei uns halt irgendwie Elementtyp, was das bedeutet. Sieht so aus, als ob sie Art Position hätten. Als ob man das irgendwie wirklich wie ein taktisches Feld aufmachen könnte auf dem Spielfeld. Das könnte interesting sein, dass es nicht so wie nur Monster gibt, sondern wirklich Einheiten von Monstern. Ja, das weiß ich nicht. Das wäre cool. Das könnte auch einfach sowas wie ein Typ sein. Das könnte das natürlich auch sein. Wir wissen halt überhaupt nicht, wie das Kartenspiel geht. Deswegen sei es auch erstmal rein. Es ist gut, dass wir die Starterdecks haben. Sehr cool. Deus, Baltier, das ist Final Fantasy 12, Fran. Die kenne ich. Ja, yeah. Magus-Schwestern, Yasmat, das ist FF12, wie lange war das? 24 Stunden, das war, als ich bei dir war, 2014, habe ich 24 Stunden Kampf gegen ihn gehabt. Das Spaß. Das war lange, da musste die ganz schön lange laufen, die Playstation. ja, einiges sagt mir halt gar nichts. Garland, FF1 oder FF2 ist das? Sehr cool. Vincent, so dieser. Okay, gut. Der Name ist mir entfallen. Gareth Golem, das ist halt Nebeldrache. Tomberries, ja. Die haben echt Angst immer. Verschwinden gern schnell. Genau wie Kakturen. Mox, sehr cool. Wir gehen jetzt einfach mal die Karten hier durch. Da kann man halt auch nicht sehr viel sagen. Idea, Charakter F8, Odin. In sehr vielen Final Fantasies drin gewesen. Golbes. Siehst du irgendwie ein System? Also bisher sieht das nicht so aus, als ob das wie bei uns mit Spell Traps und so, das sieht alles sehr ähnlich aus. Aber mit diesen ganzen Stürmer und Kram sieht das aus, ich glaube, die haben ein anderes System, wie man damit Unterstützer sind auf jeden Fall keine Einheiten. Ja. Das sieht eher dann aus, wie vielleicht, dass es so eine Art Spell ist oder so. In diesem Spiel. Ultros. Gau. Goku. Weißmagier. Das ist ja so Standard Final Fantasy 1 Dings. Wie nennt man das? Berufstyp, aber hier steht sogar tatsächlich Tactics 2, glaube ich, ist das. Da stehen immer die Final Fantasies dran sogar. Ja. Muss man sich sogar nicht überlegen. Cecil, Hauptcharakter aus FF4. Sehr cool. Panadin, Famfried. Sehr cool. Aber bisher keine Holos. Nein, also ich weiß nicht, was ich. Ich nehme an, die haben sowas wie Holos, sonst wäre das doch ein bisschen lame. Gut, ich denke mal. ich glaube, das kann ich vor der Kamera zeigen. Warte mal, Daniel. Das steht echt nicht hier drin. Okay. Ich glaube, ich würde das Einzige ist, glaube ja. Ich, die E-Mail-Adresse unten auch verdecken. Wenn ich den will. Okay. Ich bin jetzt noch verwirrt. Dieses Paket kommt aus den Großbritannien. Jetzt kriege ich hier was auf Deutsch geschrieben. Und ich habe mit einer Britin telefoniert. Also, hi Victor, ich wünsche dir viel Spaß mit den Spielen. Bei Fragen kannst du mich gerne kontaktieren. Viele Grüße, Tim. Okay, ich würde sagen, wir machen das folgendermaßen. Wir haben schon mal eine Matt, leider nicht zwei, aber gut. Regional Winner, ich nehme an, das ist wie bei uns, wenn wir halt eine Regional Season haben, das entsprechend zu einem Set ein Monster dann quasi Platz macht für die Regional Matt. Und das ist jetzt eine für beim Final Fantasy. Ich würde sagen, wir nehmen uns einen dieser Starter-Decks an den Start und werden... Wollen wir das hier öffnen oder wollen wir ein separates Opening dafür machen? Weil für heute eigentlich haben wir schon viel ausgepackt und wir könnten halt noch irgendwas mit dem Display machen. Da könnte man halt Art so ein Draft machen oder so eine Sneak Peek oder so könnte man damit machen, glaube ich. Natürlich muss man sich erstmal ins Spiel einlesen. Ja, sonst funktioniert das überhaupt nicht. Sonst funktioniert das überhaupt nicht. Gute Frage. Ich würde sagen, wir machen das auf, damit wir überhaupt irgendwas mal mit vielleicht eine Anleitung haben zum Lesen. Dann kann man sich so ein bisschen einlesen. Kannst du mal das Messer holen? Vielleicht mal da oben reinschneiden, das wäre, glaube ich, hilfreich.
Dann haben wir wenigstens schon mal etwas offen. Und Daniel hatte gerade vorgeschlagen, wir machen dann nochmal ein separates Display-Opening später mal und könnten mal vielleicht einen Booster-Draft draus machen, je nachdem, ob überhaupt sich sowas... Ob das geht überhaupt mit Final Fantasy? I don't know. Who knows? Warum nicht? Es kann ja sein, dass es irgendwelche Kartenspiele gibt, wo ein Drafting keinen Sinn macht. So, was ist die Falltechnik hier? Ich nehme an, man nimmt das hier raus. Puh, hier ist überall... Ja genau, das kann man wahrscheinlich gleich abmachen, nachdem man den oben rausgenommen hat, wenn man möchte, damit man die... Ja. So, den kann man knicken. Ach, man kann optional das wahrscheinlich ausknicken oder man lässt es so, dass man das so macht. Weil das sieht dann hübscher aus, weil dann gucken die alle raus. Ich frage mich, ob die separat sind, ob das alles unterschiedlich sind oder die gleichen. Das sind die gleichen. Oh, die sind aber auch alle, warum sind die alle offen? Ist das so geplant? Merkwürdig. Das ist merkwürdig. Es sei denn, der Kleber hat sich gelöst, aber das wäre schon sehr merkwürdig. Ja, ich das so lösen. Die sind halt alle gleich offen. Ich würde sagen, wir brauchen ja eh beide ein Starter-Set. Nehmen wir beide jeweils eins raus und öffnen mal eins davon, weil das sieht ja alles gleich aus, was da drin ist. Das ist ja. Ja, gut. Dann nehmen wir die mal aus dem Bild und schauen uns einmal an, was wir hier drin haben. Die ist schon pre-opened. Vielleicht haben die es auch selbst pre-opened aufgrund von Reasons. Und schauen uns einmal an, was wir hier drin haben. Lise aus Final Fantasy. Was ist das? 14. Ah, das wäre was für die gute Mana, die hat sich super drüber gefreut, dass ich sowas bekommen habe, weil sie Final Fantasy 14 spielt. Sie ist das letzte Glied. Es spielt noch FF11. Dann hätten wir alle hier abgedeckt. Was ist denn Kleber? Achso, ist der Kleber lose? Ja, das ist ja relativ dünn. Wir haben eine Beschreibung, das ist schön. Wir haben auch ein Spielfeld. Viel Spielfeld, genau. Da kann man jetzt ein bisschen mehr dann interpretieren, wenn man mal dieses Spielfeld hat mit Zonen. Willst du deins auslegen, oder? Ja, kann ich machen. Gott. Achso, das war schon? Okay. Puh. Oh, das ist schon mal gut. Active Phase, Draw Phase, Main Phase, Main Phase 1, Main Phase 2. Das ist schon mal so ein bisschen so, das kennt man. Das ist cool. Ah, okay. Da gibt's auch dann hinten erstmal die ganzen Produkte, die es noch sonst gibt. Momentan Final Fantasy 18 Decks, 2019 Decks. Wo man sich ein bisschen reinlesen kann, welche Decks man spielen kann. Es sieht ein bisschen abstrakt aus. Es sieht etwas abstrakt aus. Ich glaube, wir werden es da ordentlich mal einlesen müssen. Genau. Ich würde sagen, wir machen einfach mal ein Deck davon auf. Da ist der. Wundert mich, dass er so fies ist in deinem Spiel, was du gemeint hast, weil eigentlich sind so schwere Monster eigentlich normalerweise die Ultima-Weapons, Omega-Weapons oder halt sowas wie Yasmat oder so. Das sind eher so die besonderen Monster. Ja, das ist eine Kollaboration mit Final Fantasy 14. Ah! Ich weiß nicht, wie er da ist. Das weiß ich nicht, das ist online, das ist nicht so mein Ding. Ich muss mal schon wieder diesen Pinökel finden hier, um dieses Starterdeck aufzukriegen. Wo ist denn der? Hä? Blöd? Wo ist der Pinökel? Hä? Wir haben so eine Riffelung drin. An der Seite. Ja, dann mach mal auf. Wenn du den aufkriegst. Ich falte den. Ah, okay, hab ich. Sehr gut. Ich nehme an, dann haben wir das gleiche Starterdeck. Das ist cool dann. Das heißt, wir sind ausgeglichen. Nicht so wie damals mit Chobo und so, weil Dual Masters, das war ein bisschen unausgeglichen. Dabei hattest du das bessere Deck. Oh, Alter, sind das Blöcke? Moment, was? Oh, da sind die noch so frisch gestanzt, dass die noch einen Block ergeben. Das ist krass. Die sind noch wie so ein Block. Ach du. Wir haben Lise mehrmals hier. Oh mein Gott. Ich glaube, dadurch, dass wir Großbritannien kommen, ist das also ein bisschen auseinander. Dann haben wir hier Hien, das ist auch Hien, das ist auch Final Fantasy 14. Ist das Final Fantasy 14 Starter? Denke ich, ist alles Final Fantasy 14. Marodeur, Krieger. Das ist alles Final Fantasy 14 tatsächlich. Gut, das hätte ich mit Mana machen sollen, das Opening. Die hätte mir ein bisschen mehr sagen können. Ach, hier, Beschwörer aus Final Fantasy 3. Das habe ich letztens gespielt, das weiß ich. Ich mochte den Summon dann nicht so sehr. Oh, da kommt noch was Schönes. Rotmagier, schön. Yotsio, die kennt da auch nicht. Da, das Blaue. Okay, neulich. Bahamut. Oh, hier haben wir auch einen aus The Earth Rhythm, I guess. Ist das noch ein Bahamut dahinter? Holy shit. Standsqualität, interesting. Bahamut hier. DFF. DFF sagt mir jetzt auch nichts. The Final Fantasy. Final Fantasy 14 nochmal vor Dola hier mehrmals. Aber man sieht das an. Die Farben sagen wohl wahrscheinlich, was das für Typen sind. Nee, die sind auch Stürmer. Ninja aus Final Fantasy 14. Das ist echt eine Menge FF14 hier, ehrlich gesagt. Oh, Tancred. Oh, da kommt noch was ich kenne. Tancred. Da. Der Dragoon aus Final Fantasy. Richtig, das gibt's nämlich als Rüstung. Ja, das finde ich lustig, das ist aus Final Fantasy 14, aber so das Layout des Dragoons ist ja eher so angelehnt vom Final Fantasy 4 Dragoon. Da habe ich hier nochmal Final Fantasy 14 im unterschiedlichen Artwork quasi, Standardkämpfer, aber einen anderen Effekt. Alfinaut, Beschwörer nochmal hier, Final Fantasy, hier, Final Fantasy Tactics. Aha. Vielleicht findet ihr noch das A, dann findet ihr mal eins, weil das, ich glaube, Tactics ist original für Super Nintendo, I think.
Beschwörer, Schwarzmagier aus Final Fantasy 14 auch. Die Rückseite der Karten. Alasiel, cool. Ramu, ey, das ist cool. Ja, dann zeig doch mal, was haben wir auf der Rückseite? Da haben wir halt einfach nur das Logo, aber man kann es leicht fühlen. Und generell die Kartenqualität fühlt sich sehr gut an. Sie fühlt sich, weißt du, woran sie mich erinnern so ein bisschen? Sie erinnern mich so an Pokerkarten. Pokerkarten sind etwas mehr griffelter, etwas mehr widerstandsfähiger, was halt viel Shuffeln angeht. Das finde ich schön, das finde ich besser als Yu-Gi-Oh-Karten von der Qualität. Yu-Gi sind immer so ein bisschen, bisschen minderwertig, habe ich so ein bisschen das Gefühl, weil die sind nicht dafür da, dass man sie ohne Hüllen spielen kann. Das finde ich ein bisschen schade. Die fühlen sich echt schön an. Die haben nicht zwar diese Riffelung wie Pokerkarten, was die dann halt extrem durable macht, wenn man ohne Hüllen spielen möchte, aber das muss man ja jetzt nicht unbedingt für jetzt ein paar so Duelle, würde ich sagen. Ja, mehr können wir dazu, glaube ich, gar nicht sagen. Also wir sehen jetzt hier die Anleitung. Wie das funktioniert, müssen wir uns jetzt, glaube ich, mal durchlesen die Tage und dann mal auseinandersetzen mit ein paar YouTube-Videos und ein paar Tutorials durchgucken. Und dann würden wir damit dann vielleicht nächste Woche ein Duell machen mit den Starter-Decks und mal schauen, wie das laufen wird. Daniel ist auch gut. Hier ist die Anleitung mit dabei und die hat er einfach nicht mit mir irgendwie Bescheid gesagt, dass die mit drin ist. Gott, wir werden uns auf jeden Fall gleich nochmal anschauen, auch wie das funktioniert, weil da ist ja tatsächlich eine Anleitung dabei. Die habe ich so übersehen, hätte mir mal vorher mal Bescheid sagen sollen. Das ist schon mal sehr gut, das hilft uns auf jeden Fall für den Einstieg. Wir erstmal hier können uns, glaube ich, erstmal bedanken an Square Enix fürs zur Verfügung stellen. Das kam sehr unerwartet. Danke, Tim, I guess. Und wenn uns das gefällt, dann können wir ja nochmal ein Opening machen vom Final Fantasy Opus 9 da, was wir da noch am Start haben. Hier ist es Lords of Chaos. Und dann können wir daraus vielleicht auch nochmal einen Booster Draft machen. Ja. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Wir werden uns jetzt ransetzen und uns mit dem Spiel beschäftigen. Und ich hoffe, euch hat soweit dieses Video gefallen. Das war mehr unorthodox als normalerweise, weil wir absolut keine Ahnung davon haben. Daher hoffen wir, dass wir euch mehr bei uns im nächsten Duell erzählen können und ihr dann auch gut folgen könnt. Das war's dann hier von uns. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüssi.